Geschenke haben. Die haben gesagt, spendet irgendwas. Die Spendenbox steht hier. Wir wollten irgendeine, ja, ich sag jetzt mal, karitative Institution unterstützen. Und wir haben uns Gedanken gemacht, wer oder was soll das sein, kann das sein. In dem Zusammenhang sind wir auf das Spatzennest in Altenessen gekommen. Das Spatzennest Altenessen beherbergt oder beziehungsweise betreut Kinder, die aus Familien kommen, die nicht so situiert sind wie wir. Die kommen aus Familien, wo du bist doch fotogen. Die Eltern Trinker sind, drogensüchtig sind, die missbraucht worden sind oder irgendwas mit den Kindern passiert worden wurde. Meine Adresse kannst du sofort sagen. Ja, wir waren diese Woche auch da, haben uns ein Bild von der ganzen Situation gemacht und sind danach zu dem Ergebnis gekommen, die Auswahl, die wir getroffen haben, war gut. Und in dem Sinne, ihr habt euch wahrscheinlich oder die meisten schon hier in der Spendenbox verewigt. Wer das noch nicht getan hat, kann das noch im Laufe des Abends machen. Und ich sage schon mal ganz einfach, schönen Dank für die Kinder. Ja. So, ein weiterer Höhepunkt war heute Rot-Weiß ist aufgestiegen. Yeah. Hey. Hey. Letzte Woche Rot-Weiß ist aufgestiegen. Leute, trinkt, esst gleich erst, weil der Leo noch ein paar Worte sagen möchte. Und in dem Zusammenhang wünschen wir uns allen einen schönen Abend. Ja, Vorlese an eure Silberhochzeit. Und Teil von dem Ganzen steckt jetzt hier drin. 140 Jahre Grosse. Beide sind jetzt 70 Jahre. Einstmals gaben sie sich die Flosse, sagten zueinander ja. Heute, liebe Festtagsgäste, steht das Ja so fest wie eh. Ist auch Grund zu diesem Feste und zur Freude, wie ich sehe. Was hat es denn so gegeben? Was war los in all den Jahren? Wollen wir mal in eurem Leben jetzt ein bisschen Schlitten fahren. Schaffe, Häusle bauen. Karl und Moni voll dabei. Moni ging den Weg der Frauen, Karl zur Kinderpolizei. Wer das nicht weiß, früher haben wir auch gesagt, ach, Karl, du bist doch nur bei der Kinderpolizei, du machst ja gar nichts, ne? Ja. Dass der Schornstein immer rauchte, beide passten darauf auf, dass man hatte, was man brauchte. Wir täten heute eine Schuppe drauf, aber das landet ja woanders. Ja. Wenn die Hilfe einmal Not tat, Karl und Moni waren dabei, scheuten sich vor keiner Arbeit, machten bei Bedarf sich frei. Und ging's um Feiern sowieso, machten sie mit ein Festchen auf. Heute machen wir sie froh. Und täten noch eine Schippe drauf. Moni liebt die Handarbeit. Karl kocht gerne seinen Brei. 70 feiern beide heute und wir alle sind dabei. Manchmal ging's die Treppe runter, meistens jedoch ging's bergauf. Kinder hielten beide munter, wir täten noch eine Schippe drauf. Monika trinkt gern Maria. Karl trinkt Alster, wie man weiß. Manchmal geht das, Mama Mia, bis zum Morgen ohne Scheiß. Vogelheim und Handarbeiten standen als Hobby auf dem Plan. Viele Freunde sind gekommen, wollten mit euch Kohle fahren. Auf ein Leben ohne Sorgen, froh, gesund und Glück zuhauf. Feiert fröhlich bis zum Morgen. Ihr zählt noch eine Schippe drauf. Jetzt sind
einladen, essen zu gehen. Essen ist mehr. Wenn du lieber Festgäste, Festgäste. Hauptsache für uns zwei Spiele. Aber für uns ist das Geld für die Ja, dann war das ja. Das war dann der Gini. Aber, das war mein aber. Ja, ja. Guck mal, ich habe ja die Spiele, ich alle gesehen. Was? Du auch, ich war auch auf der Seite. Nur Zuschauer, sie nur für die Bauern dabei. Sie kommen, viele sind gekommen. So viele. Ja, das war schon. Und da haben wir auch wieder hoch. Manche waren in dieser Ausnahme. Mein Vater, der hat immer den Ja, wenn Sie schon mal. Ich habe keine Begriffe.